Hier kommt der Sound, um die Welt zu erschüttern. Peru gleich bringt den Wahnsinn zum Mitspinnen. Simulation, RPGs und Action, nur von Zypern aus im Stream. Jede Sekunde nur. Auf dem Bildschirm flackert das Abenteuer. Die Welt der Spiele, sie wird immer besser. Virtuelle Welten, die sich immer weiter drehen. Peru Plays lässt uns in die Magie sehen. Wir tauchen ein in die Spielewelt. Peru schafft kein Moment vergeht. Die Gang Community unsere Bande eins. Und damit ganz herzliches Willkommen. Hallo, hier ist Peru Plays von der schönsten Insel der Welt, live aus Zypern. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Premiere. Wir werden heute Truck fahren, eher gesagt fliegen. Ja? Ich möchte hier den unsterblichen Dr. Everett Brown aus Zurück in der Zukunft zitieren. Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen, denn wir zocken heute Star Trucker. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, habe mir einige Videos auch dazu angesehen. Ihr seht schon, es ist wirklich extraorbitant hier. Ne? Raumschiffe im Truck-Design. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Das Ganze wurde programmiert und veröffentlicht von Monster and Monster. Das sind tatsächlich zwei Jungs namens Dave und Dan. Ich möchte sie an dieser Stelle recht herzlich grüßen. Dieses Studio sind nur zwei Leute, Freunde. Moin, Dorfklavier. Und diese Jungs bescheren uns diesen Titel, um ehrlich zu sein, sie haben natürlich ein paar Freunde sich geholt, um das Ganze hier zu produzieren. Aber letztendlich, das Studio sind zwei Leute und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Es war so ein bisschen Risikokauf. Das Ganze ist heute erschienen für PC und Dorfklavier, auch für die Xbox. Ja? Und ich habe auch ein bisschen Blödsinn geredet. Ich habe so in Gesprächen auch gesagt, das kommt auch für PS5. Stimmt nicht. Ne? Es gibt tatsächlich ein Spiel, ich weiß nicht, ob das ein Klon ist, eine Kopie, hat fast dasselbe Logo und hat fast denselben Namen. Nennt sich Space Trucker Cargo. Das kommt ab 2026 für die PS5, hat aber mit diesem Spiel überhaupt nichts zu tun. Und der Truck da hat sogar Reifen. Wozu brauche ich im Weltall Reifen? Ne? Das geht mir auch nicht ein. Anyway, wir werden uns das Ganze anschauen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Ne? Guti, wir werden uns das Ganze jetzt mal ansehen. Den Ton habe ich natürlich leider, und das bedauere ich hier sehr, wegdrehen müssen, die Musik. Das ist so eine Mischung aus Rock, Country-Musik, ne? Sowas in der Richtung. Also richtig coole Trucker-Musik für den Cruise durchs Weltall. Finde ich cool. So, ganz kurz zu den Einstellungen. Wir spielen das hier, und das ist jetzt absolute Premiere, glaube ich, auf dem Steam Deck. Das war ein bisschen Risiko, weil gerade bei der Neuerscheinung kriegen die natürlich noch keine Verifikation. Und du weißt nicht, ist das Ding überhaupt spielbar auf dem Steam Deck? Ich kann euch jetzt schon verraten, ja. Ist es. Na, also ich gehe davon aus, dass das Ding auch hier seine Verifizierung kriegen wird. Wir schauen mal ganz kurz, was ihr so für Möglichkeiten der Einstellung habt. Ihr könnt natürlich hier so die Standards einstellen, ne, wie Sichtfeld und Bildschirmsteuerung und den ganzen Kram, wie ihr es eben halt am liebsten habt. Da sehe ich gerade, wir können mal die Temperatur von Fahrenheit auf Celsius umstellen. Die Gallonen, das lassen wir mal, weil das haben wir bei den amerikanischen Truck-Simulatoren sowieso.
Dann könnt ihr natürlich hier die Steuerung noch individuell machen, wie es euch beliebt. Ich habe das jetzt erstmal alles so gelassen. Controller-Vibration gibt es hier auch. Wunderbar. Dann die Anzeige natürlich. Da habt ihr viele, viele Auswahlmöglichkeiten. Auf der Xbox wahrscheinlich weniger, aber auf dem Steam Deck. Und was bemerkenswert ist, das Steam Deck hat die Einstellung hier sofort von der Grafikqualität auf hochgestellt. Wir lassen es vorsichtshalber mal so. Ich hoffe, das passt jetzt bei der Übertragung von der Qualität. So hier, der fliegende Truck sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich glaube, da werden wir keine Probleme haben. Ja, und dann könnt ihr eben halt noch Audio einstellen, Gesamtlautstärke, Effektlautstärke, Dialog und Musiklautstärke. Es gibt auch Umgebungsmusik. Die habe ich mal angelassen, weil ich glaube, das ist die Instrumentalmusik, da sollte uns eigentlich nichts passieren. Plus das Radio ist eben halt gefährlich. Übrigens, Xbox ist gerade ein Thema. Auf der Xbox, wenn ihr den Game Pass habt, ist das Ding im Game Pass mit drin. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde gerade ein neues Spiel, das so ambitioniert ist, gleich zu verschleudern im Game Pass. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ne? Aber ist das mein Geschäft? Nein. Also, gucken wir uns das Ganze an. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe natürlich ganz kurz mal reinschauen müssen, weil ich überhaupt testen musste, geht das überhaupt mit dem Steam Deck? Sonst hätten wir uns den ganzen Bums hier heute sparen können. Deshalb machen wir jetzt mal ein neues Spiel. Und Leute, schnallt euch an, es geht los. Star Trucker auf Steam Deck. Viel Spaß. So, wollen wir das? Wollen wir? Wir machen hier empfohlen die normale Einstellung. Der perfekte Start für neue Star Trucker. Eine ausgewogene Mischung aus Transport und Wartungen. Bam! Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es klappt jetzt alles. Ja, die Ladezeiten sind hier ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es auf der Xbox besser sein wird, aber zum Start die Ladezeit, das dauert einen ganz kleinen Augenblick. Müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Ich muss auch warten. Was hilft's? Ah! Und da sind wir! Und Leute, ist das geil? Allein der Blick hier aus dem Fenster. Ja, also ihr seht schon, es ist nicht eingedeutscht, ja. Aber mit Untertiteln, immerhin. So, schwing deinen Hintern hoch. Ja, da sehen wir schon, wir haben nämlich ein Leck da vorne auf der Motorhaube. Im Weltall ist das weniger günstig. Und jetzt kommt das Geilste, Leute. Ihr könnt euch in eurem Truck bewegen. Und wir müssen jetzt erstmal bei unserem Space Truck eine Reparatur vornehmen. Das heißt, erstmal Anzug anlegen und ab nach draußen. Ne? Noch nicht mal losgefahren, schon müssen wir reparieren. Ne? Geht gut los. So. Ach so, ich muss ja hier. Luftschleuse. Okay. Ich sag euch gleich, ich bin da noch total Anfänger mit der Steuerung hier gerade vom Raumanzug. Kann sein, dass wir jetzt so ein bisschen durch die Gegend eiern. Sorry dafür im Vorweg. So, da vorne ist unsere Motorhaube. Oh Gott. Aber guckt euch mal den Highway an, mit Tempolimit. Hier auch die Schilder, ne? Wie in Amerika, die Highway-Schilder. Also auch die intergalaktischen Highways bleiben dem amerikanischen System treu. Finde ich gut. Oh, wir haben zwei Löcher. Ach du Scheiße. Und natürlich möchte ich euch recht herzlich einladen, da eure Kommentare und Meinungen zu dem Spiel in den Chat zu schreiben, wenn ihr später auf YouTube sehen solltet als Wiederholung. Natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr dieses Spiel findet. So, ich muss erstmal das Gefühl hier finden für den Raumanzug. Oh. Da ist so ein Ding mit der Schwerelosigkeit. Man steht ja nicht sofort, ne? Ach so, Leute, wenn ihr was merken solltet, wenn der Spielsound zu leise oder zu laut sein sollte, schreibt mir bitte mal in den Chat, damit ich das hier kurzfristig noch dann korrigieren kann, ja? Dankeschön. Boah. Da haben wir das nächste Loch. Können wir auch... Können wir... Ja, wir können auch rollen. Okay. Boah. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Aber so ist das nun mal mit der Schwerelosigkeit. Ah, Mist. Ich bin abgerutscht. So, war das alles? Sind die Löcher geflickt? Also, wenn ich mal ein bisschen länger brauche hier mit den Anweisungen, nicht wundern. Ich spiele ja, wie gesagt, auf dem kleinen Steam-Deck-Bildschirm hier. Weil, wie gesagt, die Dockingstation ist ja noch nicht da. Deshalb kann es mal ein bisschen länger dauern, bis ich das wirklich gelesen habe und lesen kann. Weil ich habe es natürlich ungleich kleiner hier. Ich muss mal gucken, das habe ich tatsächlich noch nicht geguckt,
ob sich die Schriftgröße hier umstellen lässt. Das wäre natürlich toll. So, wenn ich so ein bisschen größer hat. Jetzt muss ich nur wieder den Eingang zu unserer Luftschleuse finden. Da ist er. Aber jetzt schon von der Optik bin ich ehrlich gesagt schon ziemlich dabei. Ja, also ich bin da schon ein bisschen gehypt. So, zurück zum Truck. Leute, unser erster Weltraumausflug hat geklappt. Wir sind nicht tot, wir sind nicht im Eimer. So, ich glaube, wir sollten eben da ausziehen, ne? Ja. Okay. So. Und dann kommt was? All patched up. Good. Now, before you get back on the road, it might be wise to check your CB radio. Ja, das CB-Radio scheint hier eine ziemlich zentrale Rolle zu haben. Benutze deinen CB-Funk, um mit anderen Truckern zu interagieren. Nimm das Mikrofon, wenn du dieses Symbol siehst. Okay. Halte R1 gedrückt, um eine Liste der Antworten zu sehen und drücke dann XY oder A, um eine Antwort auszuwählen. Okay. Grab your headset and give me a holler. I'll let you know if you're coming through. Okay, dann proben wir das mal und schnacken ein bisschen mit dem Kollegen hier. Okay. Signalcheck, empfängst du mich? Ja, das wäre, glaube ich, das Sinnvollste hier, ne? Sehr schön. Ach so, das können wir ja wieder einigen hier, so. Okay, da haben wir einen Throttle, wir haben einen Joystick. Guckt euch das an, Leute. Ah, das sieht so geil aus. Ich freue mich. Also, wenn es nur ansatzweise so geil ist, wie es aussieht, werden wir hier richtig viel Spaß haben. So, wir haben Manöverdüsen. Und wir können den Truck drehen. Natürlich. Das machen wir mit einem Analogstick. Eine Außensicht haben wir auch. Das finde ich gut. Warte mal. Gucken wir uns die mal an. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Sicht. Hallo. Guckt euch das an, Freunde. Ist das geil oder ist das geil? Also ich finde es geil. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verlenkt hier, ne? So, was sollen wir denn jetzt? Flieg zum Sprungtor und aktiviere das Sprungtor. Also mit dem Sprungtor... Oh, wir geben Gas. Jetzt ist es interessant. Insbesondere wegen der Lenkung, ob ich die jetzt noch invertieren muss. Nee, das passt. Also Knüppel nach unten, geht's hoch, wie beim Flugzeug. Und runter... Genau, umgekehrt. Wunderbar. Gut. Dann zockeln wir mal los. Verkehr hier, ne? Oh, sind wir schon da? Okay. So, Sprungtore ermöglichen dir verschiedene Orte in der Galaxie zu erreichen. Wenn dein Truck korrekt ausgerichtet ist, wird das Sprungtor automatisch aktiviert. Sobald alle Lampen grün sind, kannst du den Hebel über deinem Kopf benutzen, um den Sprung auszuführen. Okay. So, da links, rechts sehen wir die grünen Lichter. 1, 2, 3, okay. Ready to go. Anstallen. Ab geht die Luzi. Alter, ist das ein geiles Bild? Da sind wir, Freunde. So, könnt ihr mir mal sagen, ob der Spielsound laut genug ist oder ob der ein bisschen mehr braucht? Das wäre ganz nett. Währenddessen schubbern wir mal zu unserer ersten Einsatzstelle hier. Dankeschön, Dorfklavier. Ich bin jetzt schon nach den ersten Bildern völlig geflasht. Guckt euch das mal an. Auch wie hier von den Turbinen die Flügel sich bewegen, wenn ich hier Gas gebe oder bremse. So, fliege deine Fracht zur ausgewiesenen Abladezone, um einen Frachtvertrag abzuschließen. Die Abladezone ändert die Farbe, um anzuzeigen, dass sich der Anhänger innerhalb des sicheren Bereichs befindet. Hört sich gut an. Mal sehen, ob der Papa das gebacken kriegt. Leute, unsere erste Lieferung. Auch wenn es nur eine Testlieferung ist. Oh, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Warte mal.
Ich finde diese Truck-Optik so geil, ne? Nicht irgendwie ein Frachtschiff, sondern wirklich ein Truck, ein Space-Truck. Allein für die Idee haben die Jungs einen Oscar verdient. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen abbremsen hier. Wow, 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 wow. Okay. Grüner wird's nicht. Okay. Dann, also man muss hier auch wirklich was tun, ne? Also, ist das da hinten, der Bildschirm da? Ist das ein Rückfahrbildschirm? Wie geil ist das denn? Schalte das magnetische Verriegelungssystem deines Trucks ab, um den Anhänger abzusatteln. Das erfolgt mit Hilfe des Mag-Lock-Hebels in der Kabine. Achte darauf, dass der gesamte Anhänger im markierten Bereich hält, da du ansonsten nicht bezahlt wirst. Das wäre ungünstig. So, da sollte jetzt alles im grünen Bereich sein. Das heißt, ich ziehe mal den Hebel. Haha! So, damit kriegen wir die ersten Punkte und die ersten Credits. Was, ja gut, das war jetzt nicht so viel. 900 XP, 753 Dollar, so wie ich das hier sehe. Jawohl. Okay. I like it, aber das ist tatsächlich ein Rückfahr- oder Flieg-Bildschirm, je nachdem. Okay, wir haben eine Station, wo wir Aufträge kriegen und ich glaube auch Reparaturen oder ähnliches machen können. So, nachdem du nun die Grundlagen erlernt hast, haben wir die Armaturenbrettsteuerung und die Grundtruck-Systeme aktiviert. Weitere Einzelheiten findest du im Benutzerhandbuch in deinem Handschuhfach. Das finde ich ja nett. Ist ja wie im Auto, ne? Viel Spaß beim Trucken. Das nenne ich mal ein kurzes, knackiges Tutorial, Freunde, oder? So, erstmal ja, mal einen Schluck nehmen hier. Ein bisschen Sappelwasser trinken. Leute. Ich finde das phänomenal. Also selbst hier jetzt auf dem Steam Deck ein gestochen scharfes Bild. Kann sein, dass die Framerate jetzt noch nicht so optimal eingestellt ist. Was ist das hier eigentlich? Das ist die Hupe. Ha! Sehr schön. Oh, ich krieg sogar eine Antwort. Wie nett. Okay, dann fliegen wir mal zur Raumstation. So, jetzt haben wir mal geboostet hier. Dass wir nicht so lange brauchen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in der Station landen oder ob wir da andocken. Aber ich schätze mal, dass wir da andocken werden. So, docke an Bucht 3 an. Nimm den Vertrag an. Okay, also da scheint auch schon ein Auftrag auf uns zu warten. Also nochmal pusten. Ah! Jetzt, echt jetzt? Haben wir... Leute! Haben wir Höhlenschaden? Ah, jetzt haben wir einen Höhlenschaden. Shit! Echt jetzt? Ach, mach doch keine Scheiße hier mit mir. Vollbremsung. Leute, es hilft nichts. Wir müssen nochmal raus hier. Shit. Okay, dann mal ganz schnell hoch. Was macht denn der Müll direkt vor der Raumstation? Kann mir das mal jemand sagen? Junge, Junge, Junge. Da hat es zweimal frontal bei uns auf der Motorhaube eingeschlagen. Dammit. Dreimal sogar. Shit. Viermal, fünfmal. Macht mich doch nicht fertig hier. Ach du Scheiße, wir haben 5 Lecks. Wer lässt denn seinen ganzen Müll da liegen? Kruzinesen. Okay. Wir arbeiten uns da durch, so schnell es geht. Wir nehmen jetzt erstmal die beiden offensichtlichen hier direkt auf der Haube. Ja, wie gesagt, die Steuerung ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich werde hier nochmal so ein paar manchmal komische Manöver fliegen. Sorry dafür im Voraus.
Okay, die sind schon mal dicht. Gut, fliegen wir gleich weiter hier an die Seite. Alter. Ich glaube, ich muss meine Flugplanung nochmal überdenken. Aber schöne Aussicht hier, ne? Ist es die Erde? Ich denke mal. Ach, du ahnst es nicht. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Da waren es nur noch drei. Hoffe ich, dass es nur noch drei sind. Ich meinte, auf der anderen Seite waren auch noch zwei, glaube ich, ne? Komm, 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 komm. Okay. Ja! Nicht hetze! Bin schon unterwegs. Wo ist jetzt dieses andere Drecks? Entschuldigung. So, Moment. Ja, Krisenmanagement. Mein Fachgebiet hier, ne? Passiert natürlich gleich beim ersten Ausflug, ne? Logischerweise. Und bevor jetzt irgendwie scheiße fliegt denn der, ne? Also das ist hier wirklich schwerekraftmäßig. Ihr müsst unwahrscheinlich auf jede Bewegung achten. Junge, Junge, Junge. Komm jetzt hier, mach nicht so ein Gedöns. Echt jetzt? Ach, geht's nicht so gut. Was ist das jetzt? Alter, mach mich nicht schwach. Wieso macht er nicht weiter? Habe ich keine Energie mehr oder was? Ach du Scheiße. Das hat mir keiner gesagt. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz schnell zurück. Ich habe jetzt gerade gar kein Gefühl, wo oben und unten ist. Ja, da bin ich richtig. Scheiße. Wie geht die Energie aus vom Anzug? Oh Mann. Ich hoffe, das hilft jetzt. Also einfach nur trucken ist hier nicht, ne? Das ist... Ah, wieso bin ich jetzt wieder raus? Ich krieg Föhn! Junge. Anzuglader. Jetzt muss ich warten, bis er aufgeladen ist. Ach du Scheiße. So, in der Zwischenzeit können wir uns ja mal ein Bild verschaffen. Ob hier noch weiteres Unheil naht in Form von irgendwelchen Einschlägen. Junge, Junge. Ist er wieder aufgeladen? Jetzt können wir mal kurz gucken, hier, was hier unten ist. Ah, hier haben wir die Koje. Oh, Temperaturregulator. Was haben wir denn da alles? Anzuglader deaktivieren. Also hier können wir im Zweifelsfall Systeme ausschalten, die wir nicht brauchen, so für den Notfall. Ich glaube, wir haben hier noch einiges zu untersuchen, liebe Freunde. Ich glaube, wir haben hier noch einiges zu untersuchen. So, bist du jetzt wieder voll? Oh, komm schon. Ich versuche es jetzt gleich mal mit 50%. Ach komm, das muss jetzt auch reichen. Ist mir jetzt auch egal. Wir müssen dieses eine Loch noch... So. Das muss doch für dieses eine dämliche Loch hier reichen. Ich will hier meine erste Ladung abholen, hallo. Noch nicht mal die erste offizielle Ladung abgeholt, weißt du? Und schon ist hier wieder Polen offen. Echt jetzt? 85%. Leute, ihr wollt mich doch hier fertig machen. Ja, die Energie mindestens einer deiner Trucksysteme ist niedrig oder verbraucht. Achte darauf, Energiezellen regelmäßig zu ersetzen, um Systemausfälle, Verzögerungen bei Aufträgen und deinem Tod zu verhindern. Sehr gut zu wissen. Okay.
Immerhin haben wir das Ding jetzt zu 85% gefixt. Junge, Junge. Nix für schwache Nerven hier, ne? Also ihr seht schon, ist nicht einfach nur trucken, ne? Das ist einfach hier auch mal ein bisschen... Ich lasse den jetzt mal drin. Also wir haben diesen... Dieses Leck zu 85% abgedichtet. Ich hoffe mal, es reicht, dass wir jetzt unfallfrei an die Station kommen. Ich muss nur gucken. Ah, Leute! Dass wir ohne weitere großen Rempler hier jetzt an die Station kommen. So, der Rest ist jetzt hier weg von dem Bums. Das ist doch nicht euer Ernst! Nein! So, ich fliege jetzt erstmal ganz dicht an die Station ran, weil da scheint nichts mehr rumzulungern. Okay. So, das mit dem Andocken, das pausieren wir hier mal kurz. Das auch was Anzug Ladefeld öffnen. Ne, die Energiezelle ist ja noch fast voll. Sie muss eben halt nur unseren Anzug laden. Ah, dammit. Das nervt mich, dass wir jetzt so viel Schaden gleich genommen haben. Wir können jetzt. Jetzt müssen wir eh warten, bis er aufgeladen hat. Jetzt gucken wir mal, da war doch unten eine Kiste, ob da was drin ist. Nee, aber die können wir ablegen. Okay. Nee, Moment, die können wir auch öffnen. Ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. Was ist denn da drin? Was ist das? Sieht wie eine Sicherung aus, oder? Was haben wir hier? URK. Moment, URK, das war doch hier dieses Ladegerät, oder? Luftfilter. Wozu hat der im... Naja, egal. Also der Luftfilter hat hier definitiv... Ja, also ich finde es ja gut, dass es nicht so simpel ist. Ne? Das sind ja völlig neue Herausforderungen. Und warum auch nicht? Ich meine, wenn es einfach nur von A nach B fliegen wäre, das wäre nur auch ein bisschen... Naja, ein bisschen wenig, oder? Warte mal, ich will mal ganz kurz einen Blick von außen, ob das jetzt nur die beiden Löcher hier sind oder ob wir da noch mehr uns eingefangen haben. So, eins, zwei. Aber guck mal, wie cool das Ding aussieht. Also es sind tatsächlich die beiden Dinger hier auf der Motorhaube. Ich werde mal versuchen, ob wir trotzdem hier andocken können. Wir werden gleich auch noch drehen müssen, weil ich denke mal, wir werden wahrscheinlich rückwärts ankoppeln müssen. Weil er hatte schon angekündigt, hier die Heckkamera benutzen und so. Ja, warte mal. Oh, da geht schon auf hier die Schotten. Ich muss mich nur mal kurz hier umdrehen. So. Ah! Ha, da ist unsere... Rückfahrkamera oder Rückschweb oder Rückfliegkamera, wie ihr das nennen wollt. Das ist ein bisschen Feingefühl gefragt hier. Sehr viel Feingefühl. So. Ah, der Sauerstoff wird knapp wegen den Scheißlöchern. Ah! Oh Gott. Alles Nervensache, Freunde. Keine Panik, ich bin bei euch. Obwohl, vielleicht ist das gerade ein Punkt zur Panik. Ich weiß es ja nicht. Ah, wir müssen es ein bisschen ausrichten noch. Warte mal. Warte mal. Wir müssen ein bisschen hoch. Wir sind... Ich
Ich glaube, so ist besser, ne? Ja, ich glaube, das ist besser. Alter, hier wird mir der Sauerstoff schon knapp. Verdammt. Offenbar ist dein Schwerkraftkompensator außer Betrieb. Das Bewegen in deiner Kabine ist beeinträchtigt und aufgrund sehr schlecht verstauten Gegenständen wird es wahrscheinlich zu Schäden kommen. Dieses System befindet sich unterhalb der unteren Treppe und benötigt sowohl Energie als auch einen funktionierenden URK. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ah! Oh, sind wir abgeschleppt worden? Oh Mann. Na gut. Dann kümmern wir uns nochmal um die Löcher. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal hier in das Ding reinspringen. Das heißt aber auch, wir müssen nochmal zu der Station. Und dann müssen wir mal sehen, ob wir um dieses Trümmerfeld rumkommen, weil das ist katastrophal. Das waren ja gleich 5 Einschläge auf einmal. So, Systeme sind wieder voll auf jeden Fall. Aber ich könnte wetten, die haben mir das Abschleppen berechnet. Einfach das Ganze. Nicht so einfach. So, haben wir alles? Ich meine, einfach kann ja auch jeder, ne? Davon mal abgesehen. So, ich will mich mal so wieder in die richtige Perspektive kurz bringen, dass ich weiß, wo ich bin hier. So, das ist das Dach von unserem Truck. Junge! Also so viel Puls kriegst du beim normalen Truck-Simulator natürlich nicht, ne? Ist klar. Aber ich finde die Idee super. So. Wieder Home Sweet Home, sicher zu Hause. Okay, er hat uns also scheinbar hier auch nochmal kurz zurückgesetzt. Okay. So, das haben wir alles schon gesehen. Also er hat uns jetzt hier an den Start zurückgesetzt. Naja, gut. Immerhin, jetzt habe ich die Chance, es besser zu machen. Das immerhin. Man muss es immer positiv und sportlich sehen, ne? Aber, guck mal, wenn ihr mal rausguckt, die Optik, ne? Das ist doch geil, oder nicht? Also, ich find's Bombe. Allein die Idee, die Weltraum-Highways wie die amerikanischen Highways hier zu kennzeichnen, finde ich sehr cool. Aber ich befürchte, wir müssen diese Einparklektion auch nochmal machen. Obwohl, dieses Bild kann ich mir gerne öfter anschauen. Herrlich. This is Galactic B calling in from the DIV. Glad to see you finally made it. We've already got a drop zone warmed up and waiting for you. So just head on over to the waypoint, detach your trailer in the designated area, and I'll make sure your payment gets processed ASAP. ASAP Payment finde ich auch gut. So, also, jetzt müssen wir nochmal
den einen Container abliefern und dann zur Raumstation nochmal. Ich hätte den Speicherpunkt nicht schlecht gefunden nach dem ersten Abladen. Ich weiß ja nicht, wir können ja mal gleich probieren, ob wir gleich zwischenspeichern können. Stopp! Boah! Leute! Das war dicht dran! Leute! Was ist denn jetzt auf einmal los? Eben konnte ich noch so gut fliegen hier. Jetzt habe ich es ja eben ganz verloren hier, ne? Leute. Sorry. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt Puls habe. Das regt mich auf. Wegen diesen dämlichen Einschlägen. Müssen wir den Bums hier nochmal machen. Aber wie gesagt, ich probiere gleich mal, ob wir danach... Das ist doch nicht euer Ernst. Schnauze hoch. Das ging eben doch alles so schön glatt. Das verstehe ich nicht. Ist das euer Ernst? Ja, an die Steuerung muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Aber das war jetzt auch mein Fehler, ne? Muss man sagen, wie es ist. Das war Steuerfehler von mir. Okay. Bam. So, Tschüssikowski. Great job. Payment should already be with you. But if you feel like spending some of that hard. Ich glaube, ich sollte mich hier an den Straßenmarkierungen halten. Ich folge mal unauffällig dem Kollegen hier. Da vorne fliegt nämlich auch noch einer. Ja, das hatten wir schon. Hier, Station Palm View. Was fliege ich denn hier auch groß durch die Trümmer? Das muss ich doch gar nicht. Bin ich doof? Ja. Ich hätte gleich den Highway hier nehmen können. Und hier sehen wir einige andere Kollegen schon durch die Gegend schweben. Die haben aber deutlich mehr als einen Container hinten dran. Ja, wir fahren jetzt erstmal so die Anfängerladungen durch die Gegend, ne? Wow! Was? Ich war doch auf meiner Spur. Jetzt bin ich, platt. Ich war doch auf meiner Spur. Ach, hör doch auf. Ich brauche hier noch ein paar Flugstunden, Freunde. Ich brauche noch ein paar Flugstunden. Es hilft nichts. Wir kümmern uns jetzt gleich um das Loch. Moment. Nicht, dass wir hier wieder Ablebungsalarm haben hier. Ich hoffe, es ist diesmal nur ein Loch. Ja, honk du nur weiter. Ich muss hier flicken. Ich komme hier aus dem Flicken heute nicht raus. Aber immerhin, darin habe ich jetzt schon Übung hier, ne? Mit der Luftdruckkammer und mit dem Anzug. Entschuldigung. Ja. Hier gleich wieder 4, 5 Einschläge. Was soll denn das? 100 pro, dafür reicht dir der Sauerstoff nicht. Beziehungsweise die Elektrizität. Ruhe. Ich arbeite hier. Mit deinem Gehupe hier. Geh mir nicht auf den Senkel.
Alter, echt jetzt? Mach die Luke dicht hier. Junge, Junge, Junge. So, weiter geht's. Ich hab grad ein bisschen Hals. Aber nur so ein bisschen. Das ist heute eher so ein Flick-Tutorial, ne? Das ist... Geh weg da. Das ist jetzt ein... Es sind immer noch zwei von diesen dämlichen Löchern. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das reicht, hier zu flicken, die Energie. Jetzt haben wir denselben Scheiß gleich wieder. Ich hatte ja vorhin die Hoffnung, dass wenn wir schnell anlegen, dann ja wieder am Sauerstoff angekoppelt sind, dass wir dann nicht alles sofort machen müssen. Jetzt mach zu da, Junge. Also ich finde das schon für Anfang ziemlich heftig, oder? Vom Schadensbild her. Das war so klar beim letzten verkackt er wieder. Beim letzten verkackt er wieder. Hup hier nicht rum. So, schnell wieder aufladen hier. Mal sehen, ob wir bis zur Station es mal schaffen. Also, ich merke schon selber, ich brauche ein paar Übungsstunden hier. Gerade Flugstunden. An die Steuerung muss ich mich gewöhnen. Aber die Steuerung selber ist tatsächlich absolut okay. Auch auf dem Steam Deck. Der Einzige, der hier verkackt hat, war ich. Nicht das Game. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ja, das ist aber gut. Weißt du, jetzt hatten wir schon keine Einschläge hier. So. Wo ist denn jetzt hier... Wo ist denn jetzt unser Eingang? Andockbucht 3. Warte mal. Ach, guck mal hier. Hier stehen ein paar Kollegen drinnen auch schon. Übrigens, wer jetzt mit der Lackierung nicht so zufrieden ist von dem Truck, es gibt schon ein erstes Lackierungsset natürlich für die guten Stücke hier. Kostet 2-3 Euro, ist jetzt nicht die Welt. Ne, wer will, der kann sich das mal gönnen. Und wir probieren mal, ob wir das jetzt schaffen, hier reinzukommen. Jetzt muss ich erstmal sehen, wo hier die Andockbucht ist, wo wir hier reinkommen. Das ist er, oder? Ja. Ruhe. Wow. Leute, 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 Leute. Jetzt.
So, da haben wir jetzt unser... Alter, sind die Sachen hier alle durch die Gegend gefallen? Was ist denn hier los? Hier liegen Pakete bei mir auf dem Desk rum. Wie geil ist das denn? Hier ist wirklich beim Aufprall meine Ladung bis nach vorne gekippt. Wie krass ist das denn? Scheiße, wir stehen zu schräg. Wir stehen zu schräg. Wollen wir mal gucken, wie flexibel der ist? Oh, jetzt geht's schon wieder mit der Energie los hier, ne? Das ist wirklich zum Reiern. Ich würde mal schnell in den Anzug schlüpfen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? Mit dem einen Leck noch. Das zieht uns den Sauerstoff raus. So, Gott sei Dank. Der Anzug ist jetzt wieder... voll einsatzfähig. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das eine Leck noch war. Ich glaube, das war auf der anderen Seite, ne? Kann das sein? Weil ich habe keine Lust, da noch mal zu verrecken. Na, direkt unterm Fahrerfenster hier. Also bis jetzt haben wir mehr repariert als transportiert, ne? Mal so gesehen. Woran ich natürlich jetzt auch nicht ganz unschuldig bin. Ne? Als Space Trucker Rookie habe ich mir eben halt die ein oder andere Beule hier angefangen. Eingefangen. So. Da ist unsere... Luftschleuse. Jetzt müsste es eigentlich wieder passen mit der Sauerstoffversorgung an Bord, dass wir hier ein bisschen gechillter wieder arbeiten können. Ich hoffe, wir haben kein Deck übersehen. Ich höre auf jeden Fall keinen Warnton mehr. Das finde ich sehr beruhigend. Ach, wie schön das knarzt, ne? Wenn man sich hier in den Ledersitz setzt. Irgendjemand müsste mal bitte den ganzen Müll von meinem Platz räumen. Ist das möglich? Ich glaube, ich brauche Personal. Ha! Ha! Ich habe Feuer gemacht! So, jetzt wird es aber auch Zeit, ne? Leute. So. In Auftragsbörsen findest du eine Liste mit in der Gegend verfügbaren Aufträgen. Wenn du Zulassungsfertigkeiten erlernst, erweitert sich die Liste und du erhältst Zugang zu neuen Auftragsarten und neuer Fracht. Denk daran, dass Boni und Abzüge sich je nach Auftragsart unterscheiden und hohe Strafen anfallen, wenn du Fuhren zurücklässt oder die Aufträge abbrichst. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ne? Das kennen wir ja so oder ähnlich auch von anderen Truck-Simulatoren. Genauso wie diese Auswahl jetzt hier. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also hier links haben wir die verfügbaren Aufträge mit einer Vorschau. Wir sehen hier rechts unten, das sehe ich jetzt gerade, sehr interessant, Entfernung, wie viele Sprünge wir brauchen und die geschätzte Zeit. Ich glaube, wir sollten mal klein anfangen, ne? Wir nehmen jetzt mal als erste Lieferung einen Container. Ne, wir sind ja bescheiden. Aller Anfang ist schwer. Vor allen Dingen, wenn Peru dabei ist. ja. Gut. Dann soll es das sein. Ich glaube, habe ich ihn jetzt angenommen? Ja. Sieht auch so
aus. Also, wie es aussieht, kann ich hier mehrere annehmen und dann hintereinander wegarbeiten. Aber jetzt erstmal wollen wir uns ja mal so ein bisschen, ja, Training und Fahrstunden hier oder Flugstunden aneignen. So. Absatteln. Break for barrel, break for barrel. This is Red Eddie, cooking good out here. Was? Red Eddie? This is Barrow. Go ahead. What can I do for you, mate? I'm looking for info on the express gates. Last I heard, it was a parking lot out there. Oh, now we're in the galaxy, you hear that? So, ich muss jetzt mal gucken, wo unsere Fracht liegt. Ist es da hinten? Der Liberty Terminal? Nee. Lass mal umschauen hier. Wo, das ist die Frage, wo ist meine Markierung für meine Ware zum Abholen? Also die ist nicht in der Station, die muss ich aus einem Port abholen hier. Moment, ist da eine Markierung? Fracht? Moment, ist es hinter der Station links? That's true. It's been pretty quiet today. Absolute shame. Beautiful day here in Atlas Prime. Alter, ich muss hier mal aufräumen. Das sieht hier aus. Speaking of, hier liegt alles auf den Armaturen rum. Was soll denn das da? Didn't get their name, but GB's been calling them lucky. So, da ist der Frachtterminal. Oh yeah? Got yourself a green apple, Dusty? You know me. Always got time to help a newcomer. Ich glaube, hier muss ich rückwärts rein, ne? Schätze ich doch mal. So, wechsle zur Undock-Kamera und flieg vorsichtig heran. Wenn du in Reichweite bist, ja gut, da müssen wir wieder den Hebel ziehen, genau. Jetzt muss ich erstmal groß Bremse ziehen hier und drehen. Ganz wichtig, drehen. Alter, kann ich diesen ganzen Bums hier wegnehmen? Warte mal. Ich jetzt nämlich beim Zusammenstoß alles durch die Gegend geworfen. Tatsächlich, ich kann die bewegen. So, wir räumen mal hier ein bisschen auf. Das geht ja so nicht, so kann doch keine Sau arbeiten. Erstmal alles unmotiviert nach unten. Hauptsache nicht im Weg. So, so kann ich doch nicht einrangieren. Leute. So. Und tschüssi, Kowski. Eieiei. Hier hat es aber wirklich alles durcheinander gehauen, ne? Bei der Rempelei hier. Junge, Junge. Aber so langsam. So, was war das? Ein Schwerkraftkompensator ist außer Betrieb? Ich hatte da doch so ein Ding mit dem URK, ne? Ist das der. Ja, jetzt kann ich natürlich gucken, dass ich den URK hier... Ist das der URK? Nee, das ist der Luftfilter. Das ist der URK, oder? Der URK, der war doch da oben, ne? Bei dem... Warte mal. Was? UCC? Kann ich den nicht... Bleib mal da. So. Wo ist der andere jetzt? Himmel, Herr, Gott, Düse nochmal. Ich glaube, ich muss den Hebel unten wieder umlegen.
Hä? Ja. Jetzt müsste doch alles wieder runterfallen und schön sein, oder? Den UR-Dingster-Boomster haben wir doch, denke ich, ausgetauscht. Warte mal. Was haben wir da unten? Was ist das? Treppe hochfahren. Moment, Moment. Was ist das? Der ist rot. Da müsste doch dann noch ein URK hier oben rumschwirren, das ich abgelegt habe. Das ist das? Ja. Leute, Leute, nichts für schwache Nerven, der Job hier, ne? Kannst du wohl sagen. Wo haben wir denn noch eine Energiezelle? Ist das eine? Ja. Juhu. Es wird erstmal gleich alles wieder durch die Gegend klötern, weil die Schwerkraft wieder einsetzt. Wo ist Los Patarios hin? Da. Bleibst du hier? Ich hoffe, das ist eine Duracell. Dass sie mal ein bisschen länger hält hier. Also das geht hier auch nur mit Katastrophen bei mir los, ne? Ja, habt ihr gehört? Ne, schon hier alles wieder. So, wie kann ich jetzt hier den ganzen Bums wieder runterfahren? Kann mir das irgendjemand sagen? So, das ist die, ja, das ist die leere Zelle. Das ist jetzt aber alles zweitrangig. Wir müssen jetzt erstmal... Hallo? Ich will die Treppe wieder runterfahren. Kann ich das von oben machen? Ja, jetzt habe ich keine Schwerkraft mehr. Ah! Wie komme ich da jetzt ran, dass ich die runterfahren kann? Wieso? Warte. Liegt das daran, dass hier noch Dinge im Weg liegen? So, die ganzen leeren Sachen, die packe ich immer aufs Bettchen erstmal. So, kann ich jetzt... Wieso kommt der nicht runter? Kannst du dir nicht ausdenken. Aha! Also heute wollt ihr es von mir wissen, Freunde. Heute wollt ihr es von mir wissen. Ah, okay. So, ganz langsam, zärtlich, mit Gefühl. Versuchen wir mal hier ranzukommen. Alter, ich habe hier genau den richtigen Anfang erwischt, ne? Schon gleich hier mit Katastrophen, Deluxe und allem, was dazu gehört. Oh, ein bisschen mehr ausrichten hier. Na komm. Ah, die Rückfahrkamera finde ich klasse. Das muss ich aber sagen, wie es ist. Na komm, bleib hier. Nicht rumspinnen. Nicht rumspinnen.
So. Mal sehen, ob das hier schon geht. Warte mal. Nicht verfügbar. Na komm. Komm. Was jetzt passiert? Shit. Schiede. Okay, hier ist Feingefühl gefragt. Absolut keine meiner Stärken heute scheinbar. Irgendwie entfernt er sich zu schnell von mir, finde ich. Der Container mit unserer Ware. Das sieht jetzt so einfach aus. Ist es aber nicht ganz. Vielleicht hätte ich doch die Anfängerstufe nehmen sollen, Leute. Nicht verfügbar. Können auch nicht koppeln. Damn it. Wir müssen ein Stück weiter runter. Ja, wir kommen in der dritten Dimension, Peru, ne? Das ist... Pass auf, nachher habe ich den falschen Container hier anvisiert. Den kann ich gar nicht ankoppeln, dann schreie ich. Dann ist es soweit. Komm, mach nicht so einen Scheiß. Ja! Mein Gott! So, mit der Menütaste greifst du jederzeit auf die Galaxiekarte zu. Hier kannst du Lieferrouten planen und dir Informationen über Orte ansehen. Okay. So, das hier scheint unser Ziel zu sein. Da ist er. Suchen wir mal rein. Nach Three Kings. Da sind wir jetzt hier. Ein Sprung, und zwar über Highway. Was ist das? Ich erkenne es nicht. 240 oder was ist das? Egal. Auf jeden Fall, da müssen wir hin. Wegpunkt setzen. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Und werde ich in einem Stück ankommen, ist vielleicht die nächste bessere Frage. Ja. Auf jeden Fall muss ich auf diesen Highway. Warte mal. Ist das der da oben? Ja. Expressroute nach Three Kings. Hab ich doch richtig vermutet. Okay.
Junge, Junge. So, wir erinnern uns, wir müssen auch hier wieder Freigabe von 3 Lichtern haben, dass wir hier gerade durchkommen. Also ich werde es definitiv nochmal probieren, mit dem Controller zu spielen und dann mal auf dem großen Fernseher. So, ja, dann müssen wir hier wieder gleich in der richtigen Entfernung anhalten und abwarten, dass wir die Freigabe kriegen mit 3 Lichtern. Drei Lichter und Feuer. Ja. Okay. Boah. So langsam wird's, hoffe ich. Ist das unser Ziel da hinten? Warte mal, ich muss mal kurz hier linsen. Da haben wir eine Station, die markiert ist. Aber wir brauchen ja so eine Abladestation, oder? Hm. Warte mal. Karte. So, da sind wir jetzt. Das erkenne ich aber jetzt nicht so viel drauf. Hm. Also, im richtigen System sind wir definitiv. Da ist die Abladezone, jetzt sehe ich es. Da, wo der Stern leuchtet, okay. Ich glaube, ich ziehe mal ein bisschen hoch her. Ich muss mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, an die Perspektive gewöhnen. Ansonsten finde ich das Spiel richtig geil. So, diesmal sollte es auch besser gehen mit dem Einparken. So, jetzt müsste es eigentlich auf grün gleich umswitchen. Jawohl! Einmal die Bremse ziehen! Ja, der bremst nicht sofort, ne? Ist klar. Okay, hier ist die Abladefläche ein bisschen schmaler, sehe ich gerade. Hier sieht man es auch gerade im Bild. Die linke und rechte Begrenzung ist deutlich kleiner als bei der anderen Abladestation. Das heißt, wenn hier das Bremssignal kommt... Ah! Bin schon wieder drüber weg. Also hier gibt es ein paar Feinheiten, an die man sich tatsächlich ein bisschen gewöhnen muss. Aber so, das müsste jetzt passen. Warte mal. Yes, Sir! Puh! Rang 2. Leute. Oh, Fertigkeitenpunkte gibt es hier auch, die wir verteilen können. So, jetzt ist mal ganz kurz gucken. Was haben wir hier? Just-in-Time-Aufträge. Was haben wir hier? Zerbrechliche Ladungen. Machen wir das erstmal hier. Bestätigen. Just-in-Time-Aufträge. Wie viel Punkte haben wir denn auszugeben hier? Schauen wir mal. Was gibt es denn hier noch? Weltraumtraining. Weltraumtraining finde ich nicht schlecht. Du hast... Ah, okay. Das war der einzige Fertigkeitenpunkt. Okay. Gucken wir uns mal ganz kurz hier im Kartenmenü noch um. Hier sehen wir die aktuelle Ausrüstung von unserem Truck. Es wird ein paar Fragen zu klären geben, ne? Mit Tanken. Wie mache ich das? Beziehungsweise einige andere technischen Sachen haben wir ja mehr oder weniger unfreiwillig rausgefunden. This is a break for Lucky J.
Ich bin nicht Dr. J, aber wir hören mal kurz. If that's so, then I might have a teeny tiny job for you. Ja. Find me at Harmony Link over in Atlas Prime if you're interested. Okay. Also jetzt erstmal nicht. Ich muss jetzt erstmal hier die erste Tour verdauen. Freunde, das war ein erster kleiner bescheidener Blick auf Star Trucker. Wie gesagt, ab sofort erhältlich für PC und Xbox und es läuft sogar ohne Probleme und in höchster Auflösung auf Steam Deck. Natürlich habt ihr auf der Xbox oder auf dem PC eine deutlich bessere Auflösung. Ne? Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ja, holt's euch. Ne? Auf dem PC aktuell Anfangsangebot für um die 20 Euro. Bei der Xbox dürfte es so ungefähr derselbe Preis sein. Ist aber auch im Game Pass mit drin. Aber ganz ehrlich, die Jungs haben sich hier viel Mühe gegeben. Ich denke, das sollte man ihnen gönnen, dass man sich das auch kauft. Ganz einfach, um die Arbeit zu honorieren. Müsst ihr entscheiden. Ne? Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da. Schreibt mir gerne mal noch in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Würde mich freuen. Und ich denke, wir werden da bald mal wieder reinschauen, sobald ich mich da so ein bisschen mehr eingespielt habe. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst ein Like, Follow, Abo da, Daumen hoch, volles Programm. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Abend und ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Virtuelle Welten, die sich immer weiter drehen.